Chef on Air. Heute Montag hier bei Radio Frankfurt zu Gast in den Skyline Studios der Hermann Josef Knipper. Grüß dich. Hallo, wie geht's? Wie geht's gut? Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Gutes sehr gut Wetter. Sogar. Wir haben eine tolle Woche vor uns, über die wir gleich hoffentlich noch reden. Aber sicher. Ich freue mich. Über das Zukunftsfestival sprechen wir, gell? Genau. Du bist Leiter Konzernkommunikation der R&V-Versicherung Wiesbaden. Wiesbaden. Da kommst du her. Ich komme aus München, aber ich arbeite in Wiesbaden. Aha. Und du bist uralt. Hast du mir zumindest eben was machen wollen? Boah, also, na gut, ich sag's halt. 64. Haus 64? Ja. Jetzt sag noch, dass ich. Du hast dich aber richtig. Du siehst mindestens 10 Jahre jünger. Danke. Also wirklich. Das haben wir 64. Nicht abgesprochen. Haben wir nicht abgesprochen. Ist ja eine Frechheit. Was machst du, um so jung auszusehen? Boah, möglichst wenig Sport. Nein, ernsthaft. Genau meine Devise. Dabei überlassen wir es. Komm, bitte. Nein, okay, gerne. Nein, ich gehe ab und zu joggen. Ich gehe sehr gerne aus München in die Berge zum Wandern und Radeln und Skifahren und sowas. Wir reden gleich drüber. Über dich und natürlich über das Zukunftsfestival der R&V-Versicherung. Mein Name ist Marcel Ehmann. Viel Spaß bei Chef on Air. Chef on Air bei Radio Frankfurt. Heute am Montag, den 12. September mit Hermann Josef Knipper. Hermann, fühlst du dich wohl weiterhin? Ich? Super. Geht's noch? Geht's ja, noch? Ja, also ein fantastischer Ausblick hier. R&V-Versicherung sitzt in Wiesbaden? Ja. Und ihr habt demnächst Riesengeburtstag, gell? Wir werden 100, ja. 100? Am Donnerstag. 15. Und habt ihr was Großes vor? Und darüber wollen wir im Konkreten sprechen jetzt, nämlich das Zukunftsfestival. Wie kam es dazu? Also jeder, der 100 wird, macht irgendwie eine Feier oder einen Festakt oder so. Wir wollten das nicht klassisch machen. Ja, wir wollten nicht den Mitarbeitern eine kleine Prämie geben und fertig, sondern wir wollten mit allen Mitarbeitern zusammen ein riesengroßes Fest machen und wir wollten es für die Öffentlichkeit machen. Ja, wir wollen der Gesellschaft mit unserem Geburtstag etwas zurückgeben und nicht nur für uns selbst sozusagen nach hinten gucken. Das heißt, jeder kann kommen zum Zukunft? Jeder kann kommen. Jeder kann kommen. Eine neue Art von Kongress, wo es ganz viel um Interaktion geht, um miteinander reden geht und nicht nur Leute von vorne professoral Weisheiten von sich geben. Ist von wann bis wann? Startet am Donnerstag schon, glaube ich, ne? Wir starten am Donnerstag. Direkt am Geburtstag. Jeder kann kommen, jeder kann sich über einen Internetauftritt anmelden. Das geht Donnerstagmittag los und geht dann bis Freitagabend. missionmiteinander.de/Zukunftsfestival. Richtig. So ist die Adresse. Und wo finde ich dann euch, wenn ich zum Festival komme? RMCC sagt dir vielleicht was, dass das große Wiesbadener Kongresszentrum ganz neu mitten in der Innenstadt nicht zu verfehlen. Mhm. Ich habe gehört, zwei ganz, ganz große Namen moderieren das. Gunja Halali und Dirk Steffens. Richtig. Respekt, da habe ich schon allein schon große Augen bekommen, wie ich das gelesen habe. Ja, es zeigt auch so ein bisschen, welchen Anspruch wir mit diesem Zukunftsfestival haben. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche oberflächlichen Tralalas, sondern es geht um die echten Zukunftsprobleme, die uns alle auf lange Sicht beschäftigen. Und beide stehen natürlich für eine bestimmte Haltung. Ne? Dunja Hayali ja, als jemand, der sich ganz viel auch für Integration und so interessiert. Und Dirk Steffens ist ein sehr renommierter Wissenschaftsjournalist, der gerade aus Alaska kam und da mit Bären gedreht hat. Ja? Bären. Und am Donnerstag, Freitag ist er bei uns. Wunderbar, wunderbar. Was sind denn so die großen Probleme der Zukunft, die ihr aufgreift? Also es gibt Pick mal ein paar raus, es gibt genug. Ja, also genau, ich würde sagen, also so, so viele, wie wir heute ja erleben, auch in den Nachrichten bei euch und überall hören. Ja. Wir kümmern uns zum Beispiel um das Thema Zukunft des Klimas. Mhm. Ja, also da sind wir nicht die Ersten, die das machen. Aber wir versuchen also nicht, hier jetzt alle möglichen Leute zu missionieren. Wir haben da den Professor Rex, den Polarforscher, der vor einem Jahr etwa ein halbes Jahr lang mit seinem Forschungsschiff am Nordpol eingefroren war und über den Nordpol gerutscht ist und dabei Klimaforschung betrieben hat. Und er erzählt, was die Ergebnisse seiner Forschung sind und beantwortet die Frage, schaffen wir das noch mit dem Klimawandel, also mit dem Abbremsen des Klimawandels, wir als Menschheit, oder schaffen wir es nicht? Mhm. Und das Gute ist, er glaubt, wir schaffen es noch. Wir können es noch schaffen. Mhm. Also gibt es bei euch jetzt beim Zukunftsfestival ausschließlich Vorträge und was zu lernen oder macht ihr auch Party oder so ein bisschen Action? Party steht dabei. Party steht nicht im Mittelpunkt. Mhm. Es ist ein ernsthaftes Festival mit ganz vielen ernsthaften Zukunftsthemen.
Aber es findet natürlich ein bisschen Musik statt. Mhm. Man kann sich zum Beispiel angucken, was bedeutet eigentlich Metaverse? Ein spannendes Thema. Metaverse ist Internet 3.0. Also die virtuelle Welt, ja. Also Facebook ist da ganz groß, zumindest was die Ambitionen betrifft. Mhm. Aber Metaverse ist ein echt wichtiges Thema für die gesamte Wirtschaft, weil es bildet sich sozusagen eine virtuelle Wirtschaftsrealität gerade ab, wo man richtig Geld verdienen kann und richtig Geld ausgeben und verlieren kann. Virtuelle Wirtschaftsrealität. Also allein das zeigt, dass die Zukunft noch einiges an Dingen für uns vorbereitet hat. Aus München kommst du, ne? Ich komme aus München, ja. Seit wann bist du jetzt hier in Hesse? Seit fast 6 Jahren leite ich da die Kommunikation in Wiesbaden bei der R&V, ja. Okay. Appleboy? Mit warm geworden? Lieber echter Wein. Lieber echter Wein? Also ich habe Appleboy ist doch auch ein echter Wein. Echt jetzt? Ist mir nicht aufgefallen. Also ich habe 13 Jahre in Frankfurt gewohnt. Ja? Also hier. Bockenheim. Okay. Aber mit dem Appleboy bin ich nicht so richtig warm geworden. Also ich liebe guten, echten Rotwein. Okay, okay. Wir müssen nochmal über das Thema Appleboy sprechen und natürlich über das Zukunftsfestival von der R&V Versicherungs AG aus Wiesbaden. Der Hermann Josef Knipper sitzt hier heute bei uns. Chef on Air. Heute mit der R&V Versicherungs AG sitze in Wiesbaden. Der Hermann Josef Knipper sitzt hier bei mir, ist Leiter der Konzernkommunikation. Seit 6 Jahren bei der R&V. Vorher 13 Jahre Bockenheim. Was hast du denn da gemacht? Bockenheim, 13 Jahre Bockenheim. Ich war meiner Zeit als in der PR, in der Kommunikation, war ich Journalist. 30 Jahre Journalist. Und davon habe ich tatsächlich 13 Jahre in Bockenheim verbracht, weil ich habe die Finanzredaktion des Handelsblatts hier in Frankfurt geleitet. Oho. Wo kommst du ursprünglich her? Aus welchem Business, sag ich? Oder was hast du studiert? Ich meine, München haben wir jetzt schon gehört, da kommst du her. Aber also die Frage haben wir nicht abgesprochen. Ich habe nämlich nicht studiert. Ich hatte einfach keine Zeit zum Studieren. Ich auch nicht. Noch ein Semester BWL. Ja gut, ich habe glaube ich 3 Wochen bei der Uni gewesen. Nein, ich habe dann, ich war sozusagen mit viel Glück 3 Jahre in Südamerika als freier Reporter unterwegs. Südamerika? Mit Sitz in La Paz, Bolivien. Habe da für die ARD, Nicolas Brender, den vielleicht der eine oder andere noch in Erinnerung hat, als Auslandskorrespondent der ARD unterstützt für dieses Land. Und bin danach einfach beim Handelsblatt gelandet, weil ich aus Südamerika eine Menge Wirtschaftsberichterstattung gemacht habe. Damals internationale Schuldenkrise und solche Dinge. Mhm. Die haben mich zu den Wirtschaftsthemen gebracht. Das war ja mega spannend, oder? In Bolivien? Das war wie ein Studium, so ein Ersatzstudium. Ja. Wow, beeindruckend. 6 Jahre R&V und jetzt werdet ihr 100 Jahre alt, 15. September, also in 3 Tagen ist Geburtstag. Und genau. Da macht ihr das Zukunftsfestival und man kann sich anmelden unter mission-miteinander.de/Zukunftsfestival, findet man dann auf der Seite. Mission Miteinander ist was ganz Spezielles von euch, was ihr ganz toll die letzten Jahre schon als Projekte auf die Beine gestellt im letzten halben Jahr. Habt, ne? Ja genau, wir haben das Jubiläumsjahr gestartet mit der Mission Miteinander. Mhm. Die Mission Miteinander, wir hatten uns vorgenommen, 100 Sozialprojekte zu finden, die dann von unseren Mitarbeitern ausgesucht und entwickelt und bekannt gegeben werden sollten. Mhm. Daraus hat sich eine Flut ergeben. Wir haben über 1000 Anträge bekommen aus ganz Deutschland für fantastische Projekte und fördern jetzt, die Jury hat das im Juni beschlossen, 339 Projekte. Jedes einzigartig auf seine Weise wäre ohne uns nicht zustande gekommen. Und das war, glaube ich, der emotionalste Moment, den wir bisher in diesem Jubiläumsjahr hatten. Und seht ihr auch dann beim Zukunftsfestival vor Ort? Ja, jedes der Projekte, die wir fördern, ist vertreten, mindestens mit einem Steckbrief, Foto und ein paar Informationen dazu. Mhm. Aber es kommen auch diverse Projekte persönlich vorbei, also mit denen man reden kann, die zeigen, was sie machen, was sie geleistet haben. Also sehr, sehr spannende Sachen. Und ich habe auch gehört, man kann gegen einen Schalke E-Sport-Profi zocken. Genau, das ist nicht die Mission Miteinander. Das ist einfach in was dem anderes. Ja, klar, Teil, wo wir über die Zukunft der Wirtschaft reden und da nicht hier Volkswirte Kauderwelsch austauschen, sondern wir wollen zeigen, wo wir in ein paar Jahren sein werden, nämlich im Metaversum, im Metaverse auf Englisch. Ja, ja. Meine Vorstände waren gerade im Silicon Valley, haben sich das im Detail angeguckt. Oh. Und wir wollen
gucken, dass wir daran teilhaben, dass das nicht an uns vorbeigeht als Konzern. Es findet in der virtuellen Realität viel statt. Mhm. Nicht nur zocken mit Schalke-Fußballern, die bei uns auch auf dem Festival sein werden. Die Fußballer? Die E-Sportler. Ja, okay. Ja, die unterstützt ihr nämlich auch, ne? Mit der genau. Also ja. Wir unterstützen auch, wir sponsern auch die Bundesliga-Fußballprofis, die ja jetzt zurück sind in der oberen Liga. Mhm. Aber viel erfolgreicher sind die E-Sportler von Schalke. Die sind also wirklich auch international renommiert. Also komm vorbei beim Zukunftsfestival im Rhein-Main-Kongresscenter Wiesbaden ab Donnerstag bis zum 16., also 15. und 16. September. Anmelden geht unter mission-miteinander.de /, in dem Fall Zukunftsfestival. Ich bin noch nicht so neu in diesem Internet drin, deswegen müssen wir heute am Montag, den 12. September mit Hermann Josef Knipper. Er ist Leiter der Konzernkommunikation der R&V Versicherungs AG, Sitz in Wiesbaden, aber natürlich auch ein Standort hier in Frankfurt, ne? Ja, Riesenstandort in Frankfurt. Sehen wir hier auch aus dem Studio. Ja, neben dem Radisson. Jeder, ne, kennt das Radisson Blue, diese Scheibe, diese Hotelscheibe. Und daneben gibt es einen großen Klinkerbau. Ja. Da sind wir drin mit 650 Leuten. 650 allein hier in Frankfurt? Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn deutschlandweit? Insgesamt etwas mehr als 16.000. Das ist ja krass. Seit 6 Jahren bist du dabei, ja. Bist 64 Jahre alt, ja. Hältst dich jung durch wenig Sport, durch ein wenig Sport? Ja, nee, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe einen kleinen Sohn, so einen kleinen er? Nachzüger, der wird bald 6. Oh. Und der sorgt dafür, dass ich kräftig in Bewegung bin. Aber wir wohnen ja in München und wir fahren jedes Wochenende in die Berge, da wird gewandert, da wird Ski gefahren, da wird geradelt und so weiter. Jetzt habe ich das endlich, du wohnst in München immer noch. Ja, klar. Ach so, Mann, ich dachte, du wohnst in Wiesbaden. Nee. Was ich war das, doch. Was für ein abfälliges Nee ist das denn? So hässlich ist Wiesbaden. Also, jetzt mal ganz ehrlich und streng unter uns. Ja? Ich habe ja 13 Jahre in Frankfurt gewohnt. Ja, hat gereicht. Und dann bin ich nach München gezogen. Ach so. Und davor, vor Frankfurt, bin ich 19 Mal umgezogen. Ach du lieber Himmel. Das Bolivien heißt, auch mit dabei, haben eben gehört. Sehr ja, spannend. Genau. Ja, genau. Aber. Ich bin nach München gekommen und habe gesagt, so hier bleibe ich jetzt. In meinem Alter muss man auch mal an die Zukunft denken. Ja. Und deswegen auch Berge, es ist einfach der Wahnsinn. Ja. Ursprünglich, wo kommst du her? Man hört es wahrscheinlich nicht, aber ich komme aus dem Rheinland. Ich bin in Düsseldorf geboren. Ach schön. Und dann über Bolivien nach München und so weiter? So ungefähr. Da gab es noch ein paar andere Stationen. Der Sohnemann wird bald 6. Ja, meiner ist jetzt 8 geworden, meine Tochter 2. Also ich weiß, was du meinst. Wir haben immer wieder den Sportkreis Frankfurt bei uns auch zu Gast, wegen der Europäischen Woche des Sports. Ich habe mal behauptet, ich wäre eine faule Sau. Aber das stimmt ja gar nicht, weil die Kinder halten einen ja auf Trab. Also, ja. Die Uhr sagt einem, wie viel man da läuft und das ist erstaunlich. Ja, ja, oder wenn andere sagen, gehst du abends gar nicht mehr weg, sag mal, was ist mit dir los? Sag ich ja, Leute, ich habe morgens um 8 schon so viel erlebt, ich brauche gar nicht mehr abends weggehen. Ja, genau. Wenn genau. Du Kinder hast, gell? Doch, irgendwann gehen wir auch wieder aus. Aber auf das jeden Fall. Ist gerade nicht so einfach. Mindestens am Donnerstag und am Freitag bei euch aufs Zukunftsfestival, oh ja, in Wiesbaden, gell? Diese Woche bin ich komplett in Wiesbaden. Aha. Ja. Über morgen geht's los. Einen 6-jährigen Sohn, hast du noch andere Kinder, oder? Ja, ich habe noch eine ältere Tochter. Wie die ist sie? Schon fast so alt wie du, 32. Oh, vielen Dank. Ich halte mich auch jung, ja. Ich bin 48, aber lass es nicht über mich sprechen. Was macht sie, die Tochter? Sie ist ausgebildete Schauspielerin. Ach komm. Und das heißt natürlich, sie hat lebenslänglich arbeitslos gewählt. Welches Taxi fährt sie? Nein, also die einen fahren Taxi, die anderen sind Kellner. Also im Moment arbeitet sie in einem fantastischen Restaurant in Oslo. Okay. In Oslo. Direkt, okay, am Hafen. Sie managt das Restaurant da, The Salmon. Ich kann das nur jedem empfehlen, der nach Oslo fährt. Das nächste Mal, wenn ich in Oslo bin, auf jeden Fall, ich sage liebe Grüße. Großartig, ja. Aber wieso, sie ist ausgebildete Schauspielerin, aber macht jetzt die Karriere in der Gastro, super, oder? Ja, gut, ich meine, wie hältst du dich als Schauspieler, der ab und zu mal einen Auftrag hat, über Wasser? Ja, indem ja. du kellnerst zum Beispiel oder andere Dinge tust. Mhm. Und da hat sie sich halt jetzt dieses Standbein gemacht. Ihr Mann ist zufälligerweise Spitzenkoch und da passt das ganz gut zusammen. Ja, wie wunderbar. Lass uns mal zu eurem Zukunftsfestival zurückkehren. 15. und 16. September, denn R&V-Versicherung wird 100. Veranstaltet ein wunderbares Zukunftsfestival. mission-miteinander.de/ habe ich eben gelernt. Zukunftsfestival, da kann man sich anmelden. Ihr habt auch eine Panel-Diskussion zum Ukraine-Krieg. Ja, die haben wir, weil die hatten wir ursprünglich nicht geplant. Aber wir haben gedacht, wir können nicht über die Zukunft sprechen und nicht das Thema Ukraine anpacken. Also haben wir eingeladen Udo Lilischkis, treue
Zuschauer von Tagesschau und Tagesthemen kennen ihn als langjährigen Korrespondenten in Moskau, vorher Brüssel und Washington, also einer, der sich mit der Weltpolitik auskennt. Mhm. Und mit ihm wollen wir ein bisschen über den Tellerrand gucken, also zeitlich gesehen nicht gucken, was passiert da gerade an der Front, sondern wie verschieben sich die Machtverhältnisse in Weltwirtschaft und Weltpolitik über die Jahre in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten, was hat das alles zu bedeuten und wie können wir uns als persönlich mit diesem Thema auseinandersetzen? Was müssen wir tun, um das überhaupt zu ertragen, was man da jeden Tag im Fernsehen sieht? Moderierst du da auch was? Man können würdest du es wahrscheinlich, ne? Ja, als Auslandskorrespondent in Bolivien und Journalist für Sandwich. Ja, nee, ich habe auch ganz viel moderiert, das stimmt schon, aber ich kann es nicht so gut wie Dunja Ayali und Dirk Steffens. Das die ist halt schon alle Champions aus dem ZDF. League. Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich bin da mit der Gastgeber und ich laufe über das Festival und gucke mir alles an und sorge dafür, dass alle Pannen, die niemand sehen darf, unsichtbar bleiben. Wunderbar. Das Zukunftsfestival am Donnerstag und Freitag der R&V Versicherungstag. Und hier ist Chef on Air bei Radio Frankfurt heute mit dem Hermann Josef Knipper. Er ist Leiter der Konzernkommunikation der R&V Versicherungs AG, sitzt in Wiesbaden, natürlich auch hier bei uns in Frankfurt, Standort mit 650 Mitarbeitern, gell? Ja. Wohnhaft in München. Und ihr feiert dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum, habt deswegen das Zukunftsfestival organisiert, 15. und 16. September im Rhein-Main-Kongress Center in Wiesbaden. Und zu euch kommt auch der Sven Plöger, habe ich jetzt eben erfahren, Meteorologe. Ja, genau. Man kennt ihn von der ARD, wo er immer sagt, ob es regnet oder Sonne gibt. Schneit, lag mir jetzt auch auf der Zunge. Genau, und er wird darüber sprechen, ob es nochmal sowas geben kann wie die Eifelflut im letzten Jahr, die ja über 100 Tote gekostet hat. Wir haben zu Gast die Landrätin aus dem Kreis Ahrweiler, die damals ja auch vor Ort war, die jeder vom Fernsehen inzwischen auch kennt. Ja, klar. Und unser Vorstandschef, der Norbert Röllinger, tritt auch auf, weil er ist für den Gesamtverband der deutschen Versicherer derjenige, der über das Thema Katastrophenschutz und Schadenfälle dieser Größenordnung öffentlich auch für alle sprechen kann. Und da geht es darum, wie kann man das in Zukunft verhindern. Und Fridays for Future kommen auch. Haben die Zeit am Donnerstag oder kommen die erst am Freitag? Ja, die haben erstaunlicherweise auch Zeit für uns. Ich glaube, die kommen tatsächlich am Freitag, weil da ist das große Thema, Klimathema mit dem Professor Rex, dem Polarforscher, der ja ganz viel forscht dazu, ob wir noch eine Chance haben, den Klimawandel aufzuhalten. Und Fridays for Future hat einen eigenen Slot. Sie können da ihre Position erläutern. Sie können mit allen diskutieren, auch mit dem Professor, auch mit jedem Besucher, der kommt. Alle sind eingeladen, mitzureden und Fragen zu stellen. Aber es geht nicht nur um Thema Klima natürlich, sondern auch um Thema Bildung bei Fridays for Future, ne? Auch, natürlich, für die ganz entscheidend. Auch das Thema Bildung ist eines der großen Themen, die wir haben. Bei Bildung geht es darum, auch den Blick nach vorne zu werfen, also nicht nach dieses Jahr, sondern 10, 20 Jahre in die Zukunft, zu gucken, wie kann sich das Bildungssystem verändern und weiterentwickeln. Wir wissen ja alle von unseren Kindern, dass da noch eine Menge zu tun ist. Absolut. Ihr habt im Vorfeld zum Zukunftsfestival eine Zukunftsstudie erstellen lassen. Ist die schon raus? Kannst du schon was zu sagen? Oder? Nein, die ist natürlich noch streng geheim. Die wird am Donnerstag Vormittag vorgestellt. Aha, für den, der da ist, Leute. Für den, der da ist. Also echt hohe Exklusivität. Tolle Erkenntnisse. Also es ist keine normale Studie. Es ist eine außergewöhnliche Studie mit einer großen Umfrage von den Leuten, die sonst die Shell-Studie alle paar Jahre machen, die Shell-Jugendstudie. Uns geht es darum zu erfahren, wie die Generation Z, das sind die bis 25, 26-Jährigen, mit der Boomer-Generation, das sind leider meine, die so kurz vor dem Ruhestand stehen, wie die so miteinander harmonieren. In den sozialen Medien ist ganz viel davon die Rede, dass die sich bis aufs Blut bekämpfen, kritisieren und so weiter. Wir wissen, wie die wirklich miteinander umgehen und was sie voneinander halten. Und dazu gibt es erstaunliche Erkenntnisse. Das bildet dann die Basis dessen, was wir auf dem ganzen Zukunftsfestival diskutieren. Apropos Ruhestand, der liegt bei dir in
Weit als, oh, jetzt guckt er kritisch gerade. Hast du eine Idee, wann du in den Ruhestand eintreten willst? Oder ja, selbstverständlich. Hast du überhaupt Lust drauf? Und wenn ja, was machst du? Gar nicht, mehr, oder? Nicht, ne? Also ich, nee, Ruhe ist das falsche Wort. Ja, ja, ja. Also mal dann was anderes zu machen, wenn ich 66 bin. 1.8.24 ist es soweit. Oh, zählst, wie viele Tage sind es bis dahin? Keine Ahnung, schon, keine Ahnung. Aber das kriegt man sehr frühzeitig bei uns von der Personalabteilung gesagt, nach dem Motto, gehst du wirklich oder willst du noch bleiben? Oder gehst du vielleicht früher? Alle wollen ja irgendwie früher gehen. Ich werde auf jeden Fall die Zeit voll machen, so viel steht fest. Nein, ich freue mich drauf, mal was anderes zu machen. Mhm. Aber es wird sich auch in diesem Rahmen bewegen, ja. Also ein bisschen Kommunikation oder so. Vielleicht auch Oslo irgendwie, ne? Sich viel Oslo. Lecker bekochen lassen Fisch. Vom Schwiegersohn. Genau. Deine Tochter ist hier in Frankfurt aufgewachsen, hast du gesagt? Sie ist hier in Frankfurt aufgewachsen. Wohnt jetzt in Oslo, leitet ein Restaurant, der Mann ist Küchenchef und Sternekoch. Kocht er dich auch, wenn er hier ist dann? Ja, klar, unbedingt. Oh Mann, wie geil. Ja, dann, ich gehe da nicht in die Küche, höchstens zum Abwasch. Immerhin. Immerhin, genau. Nein, das ist großartig. Was macht er denn so? Was kocht er? Also, er ist Portugiese. Mhm. Ja, und kennt sich halt extrem gut mit allen Fischgerichten aus, die man sich so vorstellen kann. Ja. Wie gehe ich mit Fisch um, ist ja nicht so einfach. Absolut. Ja, in der Pfanne, man kann da unheimlich viel falsch machen. Ja, wo kaufe ich den richtigen Fisch und wie erkenne ich den? In Frankfurt gibt es ja viele, viele, sehr ganz gute, tollen Fisch kann man hier kaufen. Ja, ja. Nein, das muss schon mal stimmen, der Fisch muss gut sein, aber es muss auch richtig zubereitet werden. Wunderbar. Ja, Mensch, ich wünsche dir alles Gute, vor allem viel Spaß bei eurer Feier. Eurem Jubiläumsfestival. Genau, wir machen ein Festival. Das Feiern steht da, also hier feiern, wie wir das so von Mallorca so kennen, steht da nicht bitte, so groß. Ich kenne das nicht, bitte nicht. Also nee. Warst du schon mal Ballermann? Nee. Ich niemals, auch nicht. Nee. Von daher kämen wir wieder raus. Nee. Das Zukunftsfestival steht an zum 100-jährigen Jubiläum der R&V Versicherungs AG am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. September, Rhein-Main-Kongresscenter Wiesbaden. Anmelden unter mission-miteinander.de/Zukunftsfestival. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Hat einen Riesenspaß gemacht.